Er ist in der anderen Ecke gelandet. Nein. Doch, da bin ich wieder. Mit Kameraeinstellung. Hallo. 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 Nein, nicht ein neues Spiel. Die Maus ist so schnell eingestellt. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ah, wir haben den Greifen immer noch nicht erledigt. Ich hatte eine ganze Pause jetzt eben gemacht, habe ein paar Videos angeguckt und... Ja, hab mir mal so ein Thema jetzt mal aufgeschnappt und zwar... war das mal... Ich habe mir jetzt... Ich glaube, das ist auch schon lange nicht mehr aktuell. Aber... Der Begriff, der landet immer noch in vielen YouTube-Videos. Und ich denke mir dann so... okay. Wie ist die Grafik anders? Nvidia hat wieder gute Arbeit geleistet. Und zwar liegt es daran, also anscheinend ist es immer noch ein großes Thema, Netzwerke. Netzwerke unterstützen einen kleinen YouTuber oder auch einen großen YouTuber. Ich mache darauf von keinem Gebrauch. Na, ich habe auch kein Angebot gekriegt oder so, aber ich habe mir viele Videos jetzt angeguckt, habe mir auch von Rechtsanwälten angeguckt, was sie dazu gesagt haben, und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nur auf... mein Kader ist gerade reingekommen. Dass ich nur von, sag ich das am liebsten, nur von Spaß Gebrauch mache. No. Ich möchte hier keinesfalls irgendwie 800.000 Euro verdienen pro Monat. Ich möchte auch kein großer YouTuber sein. So, ich verbinde zwei Sachen. Ja, ich zocke gerne und lass mir gerne dabei zugucken. So, wenn ich Fails habe, hier Fails, dann sollen das andere aussehen. Ganz einfach so. Ja. Und natürlich kann man sich nicht aussuchen. Ne? Man kriegt den Vertrag ins Haus geflattert. Und dann muss man gucken. Ja. Kann er nicht immer nur von Mediakraft sein. Kann auch sein von irgendwas anderem. Ich muss sich gerade die Steuerung immer klar kriegen. Das war Inventar. Ja, danke. Ich suche aber, was suche ich denn? Quest. Quest ist schon Q. Nein, Q ist es nicht. Boah, Alter, willst du mich... Hier, Quest, da ist es doch. Und zwar Nebenquests. Das zeigt, ja, okay, nehmen wir das. Und zwar liegt es daran. Ey, du lenkst mich ab, Kater. Ja, jetzt mal darum. Man kann sich nicht aussuchen. Doch, man kann sich's aussuchen. Was rede ich denn heute hier? Ja. Natürlich kann man sich aussuchen, ob man wirklich ins Netzwerk möchte oder man möchte nicht ins Netzwerk. Klar hat es auch vielen Vorteil, aber auch viele Nachteile. Ja, der Nachteil ist natürlich an einem großen Netzwerk wie Mediakraft, wo auch viele jetzt im Moment ausgestiegen sind in den letzten Jahren. Die haben alles richtig gemacht. Also, was ich mir da... ich habe mir ein... ich weiß nicht, was es war. War es ein Let's Play? War es ein Let's Test? Ich weiß es nicht, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er dabei geredet und hat ein Spiel hinter unten drin laufen lassen. Natürlich war es Minecraft. Was auch immer. Ja. Zwar wurde da dann offengelegt, da wurde ein Vertrag von Mediakraft gezeigt, der... dir festschreibt, wenn du im Monat eine Summe X verdienst, sagen wir, du verdienst im Monat, was gute YouTuber auch verdienen, boah, 3.000 bis 6.000 Euro, ja, kann man gut machen, oder kleine YouTuber vielleicht bis 500 Euro oder so, die müssen dann diesen Betrag immer verdienen. Du verdienst 3.000 Euro, du darfst nur 3.000 Euro verdienen. Verdienst du was drüber, musst du es abgeben. Und zwar 50% von deinem Gewinn. Das ist
heftig. Das ist sehr heftig. Die Kamera ist ein bisschen schief. Oder ich gucke einfach im Moment schief. Was natürlich... Na, wer will das schon? Ich laufe hier irgendwie gerade durch die Walachei, weil die Karte mich gerade ein bisschen verarscht. Das ist das gleiche, du gehst arbeiten, verdienst was extra, na, und musst Steuern mehr bezahlen. So, na. Nur die nehmen sich das Recht, 50% zu nehmen. Mein Kater rastet gerade voll aus. Ja. Das wollte ich dann mal ansprechen, so, dass ich... Das ist ein bisschen ertrunken, da unten. Naja, da gehe ich mich hin auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Warum sollte man sich das machen? Warum sollte man sich das antun? Klar, dieses Netzwerk auch seine Vorteile. Aber... Nein. So, wir sollen hier jemanden finden. Hör auf zu winseln. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay, dann lass uns mal... Bisschen abschlachten, Hagule. Ja. Ja, in den letzten Folgen war jetzt keine Webcam dabei, weil ich dachte so, okay, na, ich habe im Moment dann auch nebenbei noch was gemacht und so. Und das sollte man auch im Video gar nicht sehen. Ja. Private Dinge. Nein, ich habe mir keinen runtergeholt. gibt da noch Dinge, die man auch noch privat regeln muss. Ja. Wenn ich jetzt dauernd immer hier so mache, so und dann guck, ist auch gut. Ja. Wenn man was zu klären hat, so, dann ist man auch am Tippen. Nebenbei konnte ich ja auch spielen, also von daher hat es geklappt. Ja. Das war nicht am besten, aber ja, jetzt hat Nvidia wieder meine Einstellungen gestellt. Eigentlich zeigt er mir immer oben jetzt, wo meine Kamera ist, also wo jetzt die Webcam gezeigt wird in diesem Feld. Zeigt genau aufgenommen und das ist Mikrofon an. Mikrofon ist an, das sehe ich. Aber auch nur so ein kleines Stück. Ich sehe so ein ganz kleines Stück. Ja, wir sind hier. Was los? Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm! Je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Okay.
Kommst du mit? So okay, viele Tote. Gegner sind hier. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Oh, super. So, komm her, du kleiner, geiles Stück. Aua. Oh, der Hund ist stärker als ich. Boah, Alter, ich krieg ja voll auf die Tasche. Er steht im Weg. Aber hallo. Was macht er da? Hat er gerade die ganze Zeit Lackenmaß angegriffen? What the fuck? Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Oh, heftig. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Kann tote Leute. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Hier steckt ein Schwert. Brauchst ein neues Schwert, Geralt? Hier liegen ganz viel. Was ich hier alles loote, ey. Hier liegt noch was. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Nein, der Nachbarssohn. Der war nicht so schlimm. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. So. Ich bin schon wieder aus dem Kreis rausgelaufen. Hier ist noch was? Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Hä? Wie viele Söhne hat er denn, die Nachbarin? Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Hallo? Lol. Schaut der Nachbarssohn. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn! Husa hat seine Fährte! Komm! Oh, was? Hä? Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier.
Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysia. Nein, der schwarze Blattier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könnt Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Ja, da habe ich Geld gekriegt. Na, Lohn. Ja. Nächste Quest geschafft. Mal gucken, was haben wir. Lol, was habe ich jetzt geöffnet? Ich wollte eigentlich... Inventar. Habe ich irgendwas gefunden, was stärker ist als Bites? Nein, leider nicht. Schade. Komm her, Plöpfe. Wo auch immer mal du herkommst. Du, 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 komm mal hier. Hey ja! Hey ja, oh, oh, ja. So, dann machen wir mal. Ja. Habe ich noch ein anderes Thema aufgeschnappt in der letzten Stunde? Glaube ich nicht. Was soll ich sagen? Bei Overwatch kann ich mich wenigstens aufregen. Also hier können wir... Weiß ich nicht. Wir fahren hier... Ja, wir fahren jetzt mit Plätze, unser VW Golf, hier die A7 entlang. Langsamer. Nein. Und schauen mal. Ich weiß nicht, was Nvidia für Videolängen macht. Ich glaube 10 Minuten. Ein Video war sogar 6 Minuten. Ich schneide da nichts. Das macht in GeForce Experience von ganz alleine. Ich lade die eigentlich dann immer so, wie ich will. Das ist mir auch letztens aufgefallen, als ich einen Overwatch-Part hochgeladen habe, den ich neu aufgenommen habe. Hey ja! Und hallo? Laufplätze. Hä? Und mir ist dann aufgefallen, so, als mir jemand geschrieben hat, ey, ist mitten im Video weg. Und ich guck dann so und denk, okay. Das ist natürlich blöd. Ja. Und dazu sind sie immer alle nummeriert. Also nummeriert nicht, sondern es wird halt angezeigt, ja, welche Uhrzeit es aufgenommen wurde, welche welches Datum. Ja, so kann ich wenigstens immer denken, okay, 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 das passt zusammen. Natürlich gucke ich sie mir an und gucke, lade ich das hoch, lade ich es nicht hoch. Ist es schlimm, wenn die Folge fehlt? Was? Shift. Ich liebe dich. Mach langsam. Hier soll ich irgendwas finden. Auf jeden Fall. Komm schon. Das soll ich mach noch weiter laufen. Auf jeden Fall. Habe ich darauf keinen Einfluss. Ja. Ich könnte die gerne wieder zusammenschneiden, aber nein. Dann lade ich da lieber 10 Minuten Parts hoch, wo dann eine Runde gezeigt wird oder eineinhalb, und in der nächsten Woche kommt der zweite Part dann so dran. Nein, ne? Laufplätze! Brauche ich gerade vom Zielpunkt weg? Ich laufe vom Zielpunkt weg. Ja,
Hallo Hund. Ich will nur durchreiten. Ich habe ja ein anderes Aufnahmeprogramm gehabt. Debut. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das war das Anfangsaufnahmeprogramm und da war die Qualität ja echt zum Kotzen. Ja. Bestimmt auch geil, wenn ich jetzt das erste Video gucke von Witcher. Und jetzt das hier, wo ich gestartet habe im Startmenü. Soll ich hier mal die Grafiken vergleichen. So. Das ist alles aufgenommen mit GeForce Experience. Ja, das ist voll schön und voll toll. Naja, GeForce Experience nimmt wenigstens die Grafik auf, die du auch hast. Ja, ist zwar viel Gigabyte, was ich da an Parts habe, aber ich lösche die ja eh. Ich lade sie hoch und dann sind sie weg von der Festplatte. Ach, dieser Gestank. Komm jetzt. Weiter so, Plätze. Wir suchen uns jetzt mal ein bisschen. Mach langsam. Ist das da was? Was ist das? Ist das das, was wir suchen? Langsamer. Nee, das Grund am See ist okay. Also tauchen. Wie tauchen wir? Ah, mit C. Da. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Vesemir reden. Die Rücktaste. Charakter. Oh, Skillen. Maus? Gibt's nicht. Okay. Ja, ich weiß, wie man skillt. Das brauche ich. Das hätte ich nicht ausgewählt. Ach so. Ach so, das habe ich schon alles. Ah. Machen wir das mal zweimal. Was ist das denn? Na, läuft weg. Nee, hier auch weiter. Vesemir sprechen, Vesemir. Vesemir! Guter Mann, wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Am Wald? Bojan Klimik. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan, wagt er sich bald her, um sein Getreide zu... Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und?
Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Den Greif. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Und wir auch. Bis dahin. Ciao.